Okay, dann werde ich jetzt mal speichern, ganz kurz. Gibt's nicht irgendwie eine Schnellspeichertaste oder so? Naja, gut, hier, schnell speichern. Aber einfach nur eine Taste wäre gut. Aber gut, weil ihn hier hat ja das Terminal totgebrutzelt. Das würde ich gerne vermeiden, wenn es geht. Schauen wir mal. Auf dem Terminal werden Informationen über die Basissysteme angezeigt. Im Moment scheint alles normal zu sein. Na dann. Neueste Aktivitätenprotokolle für dieses Terminal prüfen. Ihr durchkämmt die Protokolle und lest uralte Nachrichten und Systembenachrichtigungen aus, bis ihr eine Liste der letzten Aktivierungen habt. OS. Aufwecken eingeleitet, Aufwecken abgeschlossen, Anmeldedaten abgelehnt, Anmeldedaten akzeptiert, Login, Admin, Passwort, Admin, OS, Ladestandard-Admin-Programm, Backup-Generator vorbereitet. Automatische Sicherheitssperre eingeleitet, Anmeldung erfolgreich, Anmeldungsdaten abgelehnt, OS, Benutzer wird aufgrund mehrfacher gescheiterter Anmeldeversuche gesperrt. Auf dem Terminal werden Informationen über die Basissysteme angezeigt. Im Moment scheint alles normal zu sein. Okay, vom Terminal zurücktreten, nehme ich an. Wo war denn gleich nochmal die... Ah ja, da, die Sachen hervorheben-Taste. So, was haben wir hier? Ein Behälter mit Beute. Ein Gefängnisschlüssel, der Generalschlüssel fürs Gefängnis. Ich meine, da das ein Top-Down-Rollenspiel ist, macht das total Sinn. Aber ich finde es lustig, dass auf dem Tisch so eine riesige Kiste steht und in der riesigen Kiste ist so ein kleiner Generalschlüssel für die Gefängniszellen. Die meisten sind leer, ne? Können wir da überhaupt aufmachen? Nee. Aber ein paar Türen, habe ich gesehen, sind echt. Da ist ein Hund, das sind Hunde. Ach, die sind draußen. Naja, okay, keine Ahnung. Aber hier können wir mal aufmachen. Knochen, ein Zigarettenstummel. Und I can't believe it's not butter, der Roman. Auf der Rückseite steht, macht aus jedem einen Gläubigen. Ein Haufen Knochen. Naja gut, dann lassen wir den mal frei. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Also, letztendlich, ihn rauszulassen ist definitiv, glaube ich, eine gute Idee. Könnte aber negative Konsequenzen für alle Beteiligten haben, das weiß man nicht. Oh yay! Thank you so much, man! I owe you big, real big time. Aber jetzt... This won't be the last time you hear from me. Nee. Nein, jetzt läuft er weg. Ich wollte nämlich noch mit ihm reden. Das erstens, dass er jetzt so sinister lacht, finde ich nicht gut. Und zweitens hätte ich gern zu ihm gesagt, hey, aber willst du nicht ein bisschen hier in der Basis wohnen, ne? Dass man ihn mal so ein bisschen beobachten kann. Aber ich befürchte, der Zug ist abgefahren. Damn it! Ah, das wird nicht gut ausgehen mit dem. Naja. Systems active. Greetings, Rangers. Nicht mehr unser Problem. Dann gehen wir mal zurück in unsere Basis und schauen mal, ob es da noch was zu entdecken gibt. Ich meine, theoretisch, ne? Jetzt, da die Macher von Wasteland 3 hier, die Macher von Fallout New Vegas und die Original-Fallout-Macher und eben die Fallout-Lizenz mit Bethesda alle bei Microsoft unter einem Dach sitzen, wäre da ja jetzt theoretisch viel möglich. Grundsätzlich wären eben die Macher von Wasteland 3 hier quasi prädestiniert dafür, ein Fallout Tactics 2 zu machen, was längst überfällig ist. Und die Obsidian, die Fallout New Vegas Macher und die Fallout 1 und 2 Macher wären natürlich mal wieder sowas von dringend an der Reihe, ein richtig geiles 3D Fallout zu machen. Also ich meine, so ein modernes Fallout halt. Während das von den Wasteland Machern eher ein klassisches Fallout wäre, in meinem Kopf. Kaltes Essen. Die Nahrung auf dem Tisch ist kalt und teils gegessen, aber nicht verfault. Jemand ist offensichtlich vor kurzer Zeit beim Essen unterbrochen worden. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen, weil mir schlafen gerade die Beine ein.
Ich sitze hier schon wieder. Ich muss mir echt was einfallen lassen mit den Streams, dass das irgendwie besser funktioniert. Weil dieses ständige Umbauen nervt und jetzt sitze ich hier gerade auf so einem Sofakissen im Grunde, auf dem Boden vor zwei so kleinen IKEA-Tischchen, wo ich alles aufgebaut habe, weil es anders einfach nicht wirklich ging heute. Und irgendwie ist das doof. Auf Dauer. Aber ja, da bin ich gerade so ein bisschen in so einer Übergangsphase, was Streams angeht. Da wird sich noch was verändern wahrscheinlich. Da bin ich noch am Überlegen und am Rumbasteln. So, hier wird mir ein Fragezeichen angezeigt. Abraxa, danke für die Cheers, für die Bits. Hurra! Es regnet Hurra-Männchen in mein Glas. Mit einem Schraubenschlüssel oder so? Ich erkenne mal auf Twitch diese Bit-Symbole gar nicht. Wohiyo 1. Dankeschön. Okay. Unser Terminal können wir momentan nichts machen. Ja, ich glaube, wir sind hier fertig, ne? Ich sehe gerade, dass unser... Ah ja, hier. Unser Basti ist, glaube ich, aufgestiegen, ne? Der hat noch Fähigkeitspunkte zu vergeben. Arschkriecher, das ist unser Scharfschütze. Okay, ich gebe ihm mal einen Punkt Arschkriecher, einen Punkt Scharfschütze. Ich glaube, ein guter Scharfschütze ist wichtig, ne? Zumindest in den Fallout-Spielen war es eigentlich immer so. Nö, was habe ich denn jetzt gemacht? Wer einen guten Scharfschützen hat oder ist, da kann nicht viel schief gehen. Weil man vor allem in den Fallout-Spielen, sowohl in den klassischen als auch in den Bethesda-Spielen, als Scharfschütze schon relativ früh Zugang zu sehr mächtigen Waffen hat mit so einem Scharfschützengewehr. So Energiewaffen gegen Ende sind dann super krass, aber ja, genau. Katka, danke schön fürs Abonnieren und hallo! Heute Bad Hair Day. Oder ist nicht aufgeräumt. Oder sitzt das Cosplay nicht. Ich habe es vorher gerade schon gesagt. Es ist einfach nur organisatorisch blöd. Ich sitze eben total ungemütlich, total komisch im Wohnzimmer auf einem alten Sofakissen auf dem Boden. Und ne, alles provisorisch immer noch. So. Interagieren. Unser Auto hat jetzt eine KI eingebaut. Das kann jetzt reden. Hi, Desert Railgun. Und mit uns auch kämpfen. Und das Auto wird im Verlauf des Spiels zu einem unglaublich mächtigen Verbündeten. Das ist im Grunde ein Teammitglied, richtig? Zumindest, wenn man draußen kämpft. Aber das dauert ein bisschen, bis das wirklich zum Einsatz kommt. Aber gut, reden können wir jetzt schon mit ihm. Beziehungsweise können wir jetzt schon wohin fahren. Ach so, dann gehen wir jetzt den Fußweg zu Colorado Springs, weil da geht's jetzt quasi weiter, storytechnisch. Das ist jetzt unser erster wichtiger Hub. Da müssen wir uns jetzt erstmal umsehen. Da werden wir sehr viel reden und sehr viel angucken. Also da ist jetzt super viel... Na, jetzt wird hier World Building betrieben. Und das dauert jetzt, bis die Action losgeht. Aber macht ja nichts. Ich finde die Dialoge eh auch schön. Spiel gespeichert. Das ist sehr gut, denn hier in dieser Stadt ist mir das Spiel ein paar Mal abgeschmiert beim ersten Mal spielen. Insofern ist es sehr gut, dass hier gespeichert wird. So, Moment. Du bräuchtest da das Kabel noch. Ich weiß nicht, wo das ist. Mit dem anderen Stecker. Vielleicht ist der in der Kiste vor dem Kabel. Ich muss gerade Merlin helfen, damit die funktionierende Kopfhörer kriegt. Und die Playstation. Ja, und der Kater kommt und schmust ans Mikrofon sich. Das ist doch toll. Okay.
Wow, hier ist gleich mal... Wow. Das geht ja gleich mal gut los. Hier liegen Leichen am Boden, Leute schreien. Das ist gleich mal ein schöner erster Eindruck hier. Dorsey's gonna die for what they done. How can you be dead? Die Dorseys, von denen haben wir schon gehört. Die haben ja auch uns umgebracht. Also uns persönlich jetzt nicht, aber alle Freunde. You don't look like marshals. Do you work for the patriarch? Gamer 2.0, danke fürs Abonnieren. Ach so, das war ein YouTube-Abo. Trotzdem danke. Aber das siehst du jetzt live gar nicht. Vielleicht ja dann später. So, ja, wir arbeiten... Nee, warte mal, wir sind Ranger. Wir arbeiten für alle, die unsere Hilfe brauchen. Ganz genau so machen wir das. Then my boy needs your help. He's going to be executed. And they won't listen when I say he's no killer. Judge Watkins has sentenced my son to die. Austin is all I have left. Everyone else died on the plains. Okay, guck mal. Ich meine, dass hier irgendwie Personen mit Tiermasken so an Kreuze gebunden sind, ist schon bizarr genug. Aber jetzt guck mal, wenn ich die Kamera so hindrehe, ich meine, jetzt hier links am Bildschirmrand, ne? Wenn ich die Kamera so drehe, wird der Körper und die Maske unsichtbar und dann ist da nur noch ein schwebender Kopf zu sehen. Das ist erst bizarr. Warum? Oh Mann. Okay. Aber hey, ihr Sohn. Okay. Ja. He's a good boy. He never hurt anyone. I'm sure of it. Please. Maybe Watkins will listen to you. Warte mal ganz kurz, ich bin in einer Minute wieder da. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Da bin ich schon wieder. Also, ihr Sohn wird ihrer Meinung nach zu Unrecht gerade wortwörtlich an den Pranger gestellt und möglicherweise sogar hingerichtet. Was ist passiert? Warum wurde dein Sohn zum Tode verurteilt? I don't even know why he was rounded up. He won't tell me. Says he's embarrassed. I know they caught him doing something wrong, but he says he never hurt anyone. If you talk to him, maybe he'll tell you what happened. Sometimes it's easier to talk to a stranger than your mother. I know that much. Wer ist denn dein Sohn? Austin Pease, the skinny boy up on the platform. I can't imagine he killed anyone. We've seen enough death on our way out here. He never wanted to hurt anyone, ever. Erzähl uns deine Geschichte. Our family escaped the wars in the east. Tried to make our way across the plains. My husband, my other son, my daughters. One by one, picked off and killed. Now it's just the two of us. And I'm gonna lose him too.
Auf Wiedersehen. Please help my son. Das ist super, oder? Sie erzählt uns gerade so, oh, alles so dramatisch und oh. Und dann sage ich so, okay, tschüss. Ich muss dann mal wieder. Hey, Rangers! How'd you like that welcome party at the lake? How does it feel now? Sorry, I didn't mean to ignore you. Just got a lot on my mind. Made a real big mistake. See, the Plains gangs chased my mom and me off our land. We lost everything. Heard this was a place of God-fearing people and thought they'd do right by us. People here kept us out in the cold, letting us starve to death while they sat inside, warm and fed. Then the Dorseys came and gave me some food and some kindness and asked me to do some vandalism. I figured, what was the harm? I never killed no one, but I did bust some windows. Marshals caught me doing it, and they said I was working with the Dorseys. Magistrate agreed, so here I am. Mom would have talked me out of it. I should have talked to her first. Warum hast du es getan? We were starving. No two ways about it. We were going to die. Dorseys gave us food. I figured a few windows was a worthwhile trade for the bread and meat that saved our lives. Klingt nicht, als würde die Bestrafung zur Straftat passen. Also im Endeffekt hat der so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen das Chaos, das die Dorseys angerichtet haben mit ihrem Angriff, ausgenutzt, um Brot für seine hungernde Familie zu klauen. Quasi die klischeegerechtfertigte Straftat, so ungefähr. Aber jetzt würde er als Dorsey hier zum Tode verurteilt, als wäre einer von der blutrünstigen, mordenden Todesgang des Todes. I thought it was too harsh, but what happens if I speak up now? Will they come after my mom? I can't take the chance. Hast du... Ne, warte mal. Was ist dein Urteil? Magistrate tells me it's death. They're gonna strip me down and tie me to those things. And they're gonna let the cold do its work. I wonder if it'll hurt. Wish I could tell you it won't, kid. But that'd be a lie. Hast du einen Fluchtplan? No, I was never no desperado. Don't rightly know why I let myself get caught up in this. But if I'm to die, I'd at least like to do that right. Gonna do that like a man. Na gut, auf Wiedersehen. Schauen wir mal, ob wir den da irgendwie rauskriegen. This kid's going in the pillories next.